Für drei Männer, da klickten schon vor Monaten die Handschellen nach einer Home Invasion, also nach einem Raubüberfall in Oberösterreich. Heute müssen sich die drei in Ried vor Gericht verantworten. Es drohen lange Haftstrafen. Jener Mann, der die anderen beiden angestiftet haben soll, Haftstrafen von bis zu 10 Jahren. Den anderen, die diese Tat ausgeführt haben, Haftstrafen zwischen 5 und 15 Jahren. Und hinzu kommen noch zwei Täter, die sich auf der Flucht befinden. Nach ihnen wird nach wie vor gefahndet. Was hat sich genau ereignet im Juli 2023? Da hat das Duo, also zwei der drei, sich in das Haus eines ehemaligen Landesrats begeben. Beim Ex-Politiker hat man dann nicht nur diesen mittels Kabelbinder festgenommen, sondern auch dessen Ehefrau und dessen Tochter. 91.000 Euro hat man auch noch erbeutet und man hat die Familie dann auch noch mit einer Flüssigkeit besprüht. Als der Politiker versucht hat, sich zu befreien, hat er sich am Mittelhandknochen verletzt. Auch das wird natürlich bei der Strafbemessung für das Trio heute eine Rolle spielen. Es drohen lange Haftstrafen.